Wir kommen jetzt nach Russland, wo der oberste Gerichtshof entschieden hat, die Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas zu verbieten. Der gesamte Besitz der rund 170.000 Mitglieder zählenden Gemeinschaft soll beschlagnahmt werden. Die Zeugen Jehovas, in Österreich seit 8 Jahren eine staatlich anerkannte Religionsgemeinschaft, wurden in Russland als extremistische Organisation eingestuft. Nicht ganz zufällig, wie viele glauben. Stört es doch die russische Führung und wohl auch die russisch-orthodoxe Kirche, dass die Zeugen Jehovas zur weltlichen Macht auf Distanz gehen, Wahlen boykottieren und den Wehrdienst verweigern. Aus Russland berichtet Christian Lininger. Gottesdienst der Zeugen Jehovas in einem Moskauer Außenbezirk. Es könnte dies die letzte religiöse Zusammenkunft in diesem von ihnen gekauften ehemaligen sowjetischen Kulturpalast sein. Denn das Vermögen der Glaubensgemeinschaft wird nun vom Staat eingezogen, nachdem das russische Höchstgericht die Zeugen Jehovas als extremistisch eingestuft hat. Die Gemeinschaft muss nun nicht nur diese Gruppe, sondern alle 395 örtlichen Verbände in Russland mit ihren mehr als 170.000 Mitgliedern auflösen. Die Verfassung garantiert zwar die Gewissens- und Religionsfreiheit, aber uns gegenüber sind sichtlich alle Gesetze außer Kraft gesetzt. Die Gläubigen sind bestürzt. Wir sind friedliebende Bürger und achten die Gesetze. Es ist absurd, uns Extremisten zu nennen. Ich habe mich immer bemüht, Gutes für die Menschen zu tun, von Gutem zu sprechen, von unserem Gott und seinen Vorhaben. Es ist betrüblich, dass in einem modernen Staat wie Russland die Rechte von Gläubigen mit Füßen getreten werden. Das Verbot ist der Abschluss eines jahrelangen juristischen Prozesses, eines Verfahrens, das, so erklären Religionsexperten, das Justizministerium gemeinsam mit der wichtigsten Glaubensgemeinschaft des Landes, der russisch-orthodoxen Kirche, vorangetrieben habe. Das Justizministerium wirft den Zeugen Jehovas vor allem vor, dass sie auf Distanz zum russischen Staat gingen. Roman Silantjew sitzt im zuständigen Beirat. Sie gehen nicht nur selbst nicht wählen, es hat Fälle gegeben, da haben sie andere Leute anagitiert, es ihnen gleich zu tun. Und sie verweigern nicht nur den Militärdienst, oft wollen sie auch keinen Ersatzdienst als Sanitäter leisten. Diese Organisation zeigt deutlich, dass sie das Land und die Gesellschaft nicht liebt. Vaterlandsliebe. Das wurde unter Wladimir Putin zum höchsten Wert erklärt. Und der Kreml gibt auch genau vor, wie die Bürger diese Liebe ausdrücken sollen. Es soll nur eine Kirche geben, die orthodoxe Kirche. Es soll die Staatsmacht geben, der man sich unterwerfen muss, mit der man nicht diskutieren soll. Und auch sich von ihr zu distanzieren gilt als schlecht. So denkt man in der Staatsführung. Und mit den Zeugen Jehovas hat man nun ein Exempel statuiert, damit anderen die Lust auf Ähnliches vergeht. Damit sie sehen, was mit einer religiösen Organisation passiert, die nicht unserer Propaganda folgt. Und ein Loblied singt auf die traditionellen russischen Werte, den Patriotismus und die Kraft russischer Waffen. Das harte Durchgreifen gegen Demonstranten, das Schikanieren von aus dem Ausland finanzierten NGOs oder nun das Verbot einer Religionsgemeinschaft, die aus den USA stammt, all das sei auf dasselbe Motiv zurückzuführen, erklärt der Religionswissenschaftler. Die Machthaber machen sich große Sorgen, dass das Ausland Einfluss nehmen könnte auf die Religionssituation in Russland. Sie haben wirklich Angst. In Anlehnung an die Massenproteste in der Ukraine wird das oft als Angst vor dem Maidan bezeichnet. Die russisch-orthodoxe Kirche. Ihr kommt in den Augen der weltlichen Machthaber die Aufgabe zu, durch ihre Lehren dem Aufkommen von Protestgelüsten entgegenzuwirken. Respekt gegenüber Autoritäten predigt sie und Skepsis gegenüber dem Westen und den Ideen der Demokratie oder der Menschenrechte. Die Kirche solle die Gesellschaft stabilisieren, indem sie Russland eine Staatsidee und ein Wertefundament biete, meint der Religionshistoriker Alexei Muravjow. Vor der Revolution haben die Russen gesagt, wir sind orthodoxe Christen. Nachher haben sie gesagt, wir sind Kommunisten. In den 1990er Jahren haben sie gesagt, wir wissen eigentlich nicht, wer wir sind. Aber jetzt sagen sie, wir sind Traditionalisten. Wir treten für traditionelle Werte ein. Und was traditionelle Werte sind, das legt die Religion fest. Eine echte Trennung von Kirche und Staat, wie es in der russischen Verfassung festgeschrieben ist, gibt es in der Praxis daher nicht. Und beim Thema Zeugen Jehovas treffen sich kirchliche und staatliche Interessen sogar. Die Kirche sehe die Zeugen Jehovas nämlich als Heretiker. Auch sie befürworte ein Verbot, erklären Religionsexperten.
Rechtlich stützt sich das Verbot auf ein unscharf formuliertes Gesetz, das nach Ansicht von Kritikern erlaubt, jede Religion als extremistisch einzustufen. Die Zeugen Jehovas sind keine aggressive Organisation. Man kann ihnen daher in Wirklichkeit nur schwer Extremismus vorwerfen. Was man ihnen vorwerfen kann, ist Fundamentalismus. Aber das ist kein Verbrechen. Und daher beschuldigt man sie eines rein erdachten Extremismus. Gesetzlich vor solchen Anschuldigungen geschützt sind nur die vier in Russland als traditionell anerkannten Religionsgemeinschaften: Orthodoxe, Muslime, Juden und Buddhisten. Heißt das, dass nun auch anderen in Russland kleinen Gemeinschaften ein Verbot droht? Den Katholiken etwa oder den bekannteren protestantischen Kirchen? Experten sehen dafür keine Anzeichen. Im Visier hat das Justizministerium zurzeit aber fundamentalistische muslimische Gruppen. Die Zeugen Jehovas hingegen wollen gegen das Verbot ihrer Gemeinschaft nun einmal berufen und sich überdies nicht einschüchtern lassen. In der Bibel steht, wir sollen uns treffen, also werden wir uns versammeln, unter welchen Umständen auch immer. Wir sind im Laufe der Geschichte schon oft verfolgt worden, unter Hitler, unter Stalin. Wir sind darauf vorbereitet. Ich habe daher keine Angst. Es ist keine Katastrophe. In schwierigen Zeiten zeigt sich die Standhaftigkeit vor Gott. Die Zeugen Jehovas haben viel Erfahrung mit Untergrundarbeit, sagt der Religionsexperte. Der Staat irrt gewaltig, wenn er glaubt, diese Gemeinschaft ersticken zu können. Das wird nicht gelingen. Denn, so meint der Religionswissenschaftler, je größer der Druck von außen, desto größer wird oft der Glaube.